Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr am Titel schon lesen könnt, gibt es heute mal wieder ein aufgegessen Video. Dieser Beutel bedeutet, dass wir wieder mal Produkte reviewen. Und zwar vegane Produkte, vegane Fertiggerichte, Fleischersatz, Brotbelag, Alternativen jeder möglichen Art. Auch wie immer der Disclaimer, falls ihr diese Videos noch nicht kennt, es geht natürlich nicht um die Basis jeder veganen Ernährung. Die da sollte sein Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und dann kann man in Maßen, wenn man es möchte, dann eben noch Ersatzprodukte mit einbauen, Süßigkeiten und so weiter. Das sollte aber immer die Spitze nur der Ernährungspyramide darstellen. Aber die Basis sollte natürlich aus vollwertigen Lebensmitteln bestehen. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, auf meinem Instagram-Account JessVegan, den ich vor ein paar Monaten wieder habe aufleben lassen, dann schaut da gerne mal vorbei, denn da kommt eigentlich immer alles zuerst. Da gibt es Food Hauls, also Einkäufe, neue vegane Produkte, teilweise auch Angebote, Tests und aufbereitete Grafiken zu den verschiedensten Themen. Also besonders, wenn ihr gerade in die vegane Ernährung einsteigt, kann das sehr, sehr hilfreich sein. Da kommt mehrfach die Woche was, fast täglich. Und ja, ich würde sagen, wir legen dann mal los mit den aufgegessenen Lebensmitteln. Das allererste ist die Pizza Verdura und die gab es zu kaufen bei Rewe. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sie gar nicht so gut finde, aber sie ist die einzige vegane Pizza, die ich bei mir in der Nähe bekomme. Und wenn ich mal richtig Lust drauf habe, dann kaufe ich die, aber ich werte mir die noch ein bisschen auf, indem ich irgendwas drauf mache noch. Ich habe in diesem Fall noch Champignons und so veganes Chicken zubereitet und damit draufgegeben und das dann zusammengegessen. Ein weiterer Favorit, den es auch in mehreren Läden gibt, sind so kleine Frühlingsrollen. Das sind in diesem Fall die Frühlingsrollen von Rewe, 10 Mini-Frühlingsrollen. Die finde ich immer ganz lecker. Es gibt auch bei Aldi vegane Frühlingsrollen und Samosas. Die mag ich ganz gerne aus dem Airfryer, also aus der Heißluftfritteuse oder eben aus dem Ofen. Kaufe ich ganz gerne ab und zu und auch wenn ich zum Beispiel mal spontan Freunde da habe und man abends vielleicht noch bei einem Filmabend oder sowas zusammen snacken möchte. Oh mein Gott, ich war sehr, sehr glücklich, als ich diesen Aufstrich dann das erste Mal bei mir auch im Laden gesehen habe. Ihr habt das garantiert in den letzten aufgegessen Videos mitbekommen. Ich war immer auf der Suche nach dem Oatly-Aufstrich Gurke-Knoblauch, weil es diese Sorte eben bei mir nicht zu kaufen gab. Es gab dann nur die Tomate-Basilikum und die Naturvariante, die auch beide super lecker sind. Aber ich stehe ja sehr auf Knoblauch und deswegen war ich sehr glücklich, als ich das dann bei uns in der Aktionsabteilung bei Rewe entdeckt habe. Finde ich sehr, sehr gut, aber ich habe mir trotzdem noch ein bisschen mehr Gurke und noch mehr Knoblauch oben drauf gemacht, weil die Kombi Frischkäse oder Käse mit Tomaten, Gurke und Knoblauch ist einfach mega gut. Ein Eis, was ich zufällig bei Aldi entdeckt habe, was ich sehr, sehr, sehr lecker fand, ist das Schoko-Cookie-Dough-Eis von Lücker. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Aktionsware ist oder irgendwie Sommerware, weil aktuell sind immer noch, obwohl das jetzt bestimmt schon so einen Monat her ist, Produkte von Lücker im Kühlregal. Ich habe gehört, dass das Himbeere vielen wohl nicht geschmeckt hat, aber das Schokoeis mit Cookie Dough fand ich richtig, richtig lecker und das ist auch vergleichsweise zum Beispiel mit Ben & Jerry's günstiger, 3,99 Euro hat das gekostet. Das würde ich auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Dann ein Produkt, was ich schon reviewed habe auf meinem Instagram-Account und zwar sehr ausgiebig, auch mit einem Schaumtest und so, ist die vegane Pflanzenmilch, der Pflanzendrink von Fly. Und zwar ist das ein Pflanzendrink auf Basis von Erbsenprotein. Ich habe jetzt die Sorte ohne Zucker verwendet. Es gibt aber auch noch eine Barista-Variante und viele haben mir geschrieben, dass Barista wohl ihnen am besten schmeckt, aber die andere nicht so gut. Und wie schon erwähnt, ist die Basis dieses Pflanzendrinks Erbsenprotein und das schmeckt man auch. Wer vielleicht schon mal einen Proteinshake getrunken hat auf Erbsenbasis, der weiß, wie das schmeckt. Und die schmecken oft so ein bisschen sandig, würde ich sagen. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung, welchen Pflanzendrink man da wählt. Der hat hier auf jeden Fall eine ganze Menge pflanzliches Protein und zwar 5,2 Gramm. Das ist natürlich nicht unerheblich, wenn man jeden Tag da irgendwie 200 Milliliter von trinkt oder auch mehr. Und ja, wenn man darauf achten möchte, ist das vielleicht eine ganz gute Alternative. Man kann aber natürlich auch einfach einen Proteinshake, wenn man einen erhöhten Bedarf hat, wie zum Beispiel durch Kraftsport oder so, in die Ernährung integrieren. Ansonsten ist noch eine Mikronährstoffmischung mit drin. Das heißt, es ist Calcium, Magnesium, Kalium, Jod, Selen, B, D und also B2, B12 und Vitamin D2 hinzugesetzt, was nicht schlecht ist, aber für mich ist das nicht unbedingt notwendig, weil ich sowieso weiß, welche Vitamine ich supplementieren muss und das mache ich regelmäßig, das teste ich auch regelmäßig und von daher, ich werde auf jeden Fall nochmal die Barista-Variante testen. Ich fand die geschmacklich
pur nicht so lecker, aber zum Beispiel im Kaffee oder im Tee hat mir das ganz gut geschmeckt. Also das fand ich dann nicht störend und ja, der Proteingehalt ist dann schon ganz nett. Ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr bei Aldi und dann war ich mal wieder da und habe die Wonder Chunks getestet. Einmal in der Variante Döner-Style und einmal in der Naturvariante. Und seitdem ich die probiert habe, habe ich die auch schon mehrfach nachgekauft. Die eignen sich super als Basis für zum Beispiel Nudelgerichte. Ich habe mir aus dem Natur zum Beispiel so eine Paprikasoße gemacht mit reichlich Zwiebeln und Paprika und zusammen mit diesen Chunks und das war mega, mega lecker. Auch die Döner-Style gefallen mir richtig gut, weil die sich auch sehr gut einfach angebraten machen, zusammen mit ein paar Kartoffelspalten aus dem Ofen, mit einem selbstgemachten veganen Tzatziki dazu. Das ist schon ziemlich lecker. Die fallen mit 2,79 Euro bei Aldi zu Buche, was ich in Ordnung finde. Das ist halt eigentlich so in der klassischen Range für diese veganen Ersatzprodukte. Die sind meistens bei 2,99 Euro. Also so Schnitzel und generell diese Sachen, die man einfach nur noch in die Pfanne werfen muss. Also 2,79 sogar noch ein bisschen günstiger als die anderen Varianten. Hat mir gut geschmeckt und würde ich auch jederzeit wieder nachkaufen. Dann habe ich noch die Seitanstreifen von L'Herbivore aufgegessen. Disclaimer zur Transparenz habe ich vor ein paar Monaten, ich glaube als Corona anfing, ohne Bedingungen, ohne Bezahlung und einfach so zugeschickt bekommen. Ja, da muss ich sagen, die würde ich nicht nochmal kaufen. Die waren okay, also ich habe sie so als Topping benutzt für einen Salat. Aber ich persönlich bin nicht so der riesige Seitan-Fan. Ich esse Seitan wirklich ganz selten, weil ich auch nicht ganz so gut mit viel Gluten klarkomme. Deswegen würde ich die jetzt nicht wieder kaufen, aber die Marke hat durchaus ein paar andere Produkte, die ganz lecker sind. Also wenn ihr auf Seitan-Produkte steht, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Die sind auch in Bio-Qualität und ich glaube, dass die auch aus Berlin kommen. Ich glaube, sie kommen aus Berlin. Man kann das, glaube ich, online bestellen. Ja, aber ich bin persönlich nicht so der riesige Seitan-Fan, weswegen ich das jetzt nicht nochmal nachkaufen würde. Dann habe ich ein Crunchy Müsli von Bahnhaus aufgegessen und ich dachte mir so, oh, das ist doch bestimmt ein ganz nettes Topping über meinem Smoothie, also über meiner Smoothie Bowl. Davon muss man ja nicht ganz so viel essen. Ich glaube, das war auch relativ teuer. Ich meine, um die 4 Euro hat das gekostet. Finde ich gut, dass das ohne Palmöl ist. Habe ich im Biomarkt gefunden, im Super-Biomarkt. Und die Sorte Zartbitternuss, ja, es war schon sehr, sehr lecker. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich da absolut nicht beherrschen konnte und dann regelmäßig eine gute Schüssel davon einfach so gelöffelt habe. Die Inhaltsstoffe können sich auch sehen lassen. Da ist eben Rohrohrzucker verwendet, Haselnüsse und ja, ich mag so Crunchy Müslis ganz gerne, aber ich neige dazu, wenn ich hangry bin, dann sehr viel davon zu essen. Und das ist nicht so optimal, weswegen ich die generell seltener kaufe, aber der Geschmack davon war sehr gut. Ja, wir haben Mitte September und ich habe gestern diese Schokolade gegessen und zwar die Lebkuchenschokolade von Rapunzel. Die habe ich auf Instagram mal gesehen bei einer Freundin. Und ja, die war ganz lecker. Es ist halt eine Zartbitterschokolade mit Lebkuchengewürz, die es nur für kurze Zeit gibt. Was ich sehr interessant fand, ist das Mindesthaltbarkeitsdatum, denn das ist Oktober 2020. Also wahrscheinlich ist das noch eine Charge vom letzten Jahr. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass diese Schokolade, die ganz normal im Regal eingeräumt war, nur noch 15 Tage haltbar ist, obwohl sie für kurze Zeit nur verfügbar ist. Merkwürdig. Naja, sie war ganz lecker. Ich denke, ich würde sie auch nochmal nachkaufen. Wobei ich auch finde, dass die Gewürzmischung noch ein bisschen intensiver sein könnte. Weil es ist wirklich nur eine Zartbitterschokolade mit Lebkuchengewürz. Für mich wäre wahrscheinlich die beste Kombination gewesen, wenn man die Nirvana Vegan, das ist meine liebste vegane Schokolade, nehmen würde und da das Lebkuchengewürz reinmachen würde. Oh mein Gott! Das wäre halt so veganer Nougat mit Lebkuchengewürz. Wie geil wäre das bitte? Dabei muss man sagen, ich stehe gar nicht so sehr auf Lebkuchen, aber so Schokolade in der Kombination, das ist schon ganz gut, ja. Dann habe ich Würstchen ausprobiert und zwar diese veganen Bratwürstchen Chorizo-Style von DM Bio. Ist ebenfalls auf Basis von Seitan. Das wollte ich mal für meinen Instagram-Account testen. Also da habe ich die verschiedenen Würstchen dann ja auch mal probiert, also die und auch noch andere. Und die fand ich ganz lecker von der Würzung her, aber, jetzt kommt das große Aber, das Essen ist angenehm, aber die Stunden danach sind nicht angenehm. Ich sag's jetzt mal, wie es ist, man muss wirklich oft aufstoßen und dieser Geschmack, der dann irgendwie mit hochkommt, der ist halt echt nicht so angenehm. Ne? Also ich weiß nicht genau, was das auslöst, das habe ich normalerweise nicht so, dass ich irgendwie so aufstoßen muss, aber das ist schon irgendwie sehr intensiv gewesen und das war auch dann sehr unangenehm, wenn man dann irgendwie abends beim Sport ist oder so. Ja, und sich dann eben damit rumschlagen muss. Deswegen bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich die nochmal kaufen würde, weil
wenn ich gegessen habe, wäre das irgendwie ganz gut, wenn die Aromen auch unten bleiben, bis auf Knoblauch, aber das nehme ich gerne in Kauf. Eine Sache, die ich immer wieder gefragt werde, ist, Jazz, was für einen veganen Proteinshake kannst du empfehlen? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin nach wie vor nicht fündig geworden für eine perfekte Variante. Ich hatte vor ein paar Jahren mal irgendwie Warrior Blend von Sun Warrior oder so. Es war sogar so ein roh veganes Protein, das fand ich ziemlich gut. Aber danach habe ich mir so die Kommentare durchgelesen und viele haben gesagt, dass die Rezeptur geändert wurde, dass es nicht mehr gut schmeckt. Und habe ich mich nicht mehr getraut, weil das auch relativ preisintensiv ist. Als ich vor kurzem dann bei DM war, habe ich diesen Proteinshake hier entdeckt. Der ist von Nupro, das ist die Sorte Vanille, kostet glaube ich 7,99 €, was schon echt irgendwie viel ist, aber auf der anderen Seite ist es natürlich komplett in Bio-Qualität, das darf man nicht vergessen. Die meisten Proteinshakes, die man so im Sportbedarf findet, sind nicht in Bio-Qualität und die Zusammensetzung ist schon ziemlich gut eigentlich. Es ist eben Erbsenprotein, Sonnenblumenprotein, Kokosblütenzucker, Vanilleextrakt, Leinmehl, Guacamole, Apfelfaser, Flohsamenschalen und Acerola. Also auch noch ein paar gute Sachen, wie zum Beispiel mit dem Leinmehl, ist gut für die Omega-3-Fettsäuren. Ich denke mal, das ist auch da drin sein sollte. Apfelfaser ist, soweit ich weiß, eben auch gut für die Verdauung, weil es Ballaststoffe sind und so. Also was die Inhaltsstoffe angeht, kann man sich nicht beschweren und geschmacklich fand ich es auch okay. Allerdings muss man wirklich sagen, dass man für eine Portion, um 21 Gramm Protein zu bekommen, 40 Gramm davon braucht. Das heißt, diese Packung reicht nur für 5 Tage aus und das sind 8 Euro. Das ist schon relativ teuer, finde ich. Ich wollte bald mal das von VivoLife ausprobieren, aber eine Freundin hat mir jetzt gerade noch ein paar Proteinshakes zugeschickt, die ihr nicht geschmeckt haben und ich brauche die immer auf, weil ich bin ehrlich gesagt, was diese Sachen angeht, nicht ganz so pingelig, weil ich nicht erwarte, dass das schmeckt wie ein Milchshake, sondern ich möchte einfach nur, wenn ich viel Sport mache, meinen Körper unterstütze, indem ich dann zum Beispiel in meinen Smoothie noch so einen Löffel Protein mit reinhaue und das ist irgendwie, ja, dann für mich zweitrangig, dass der super gut schmeckt, beziehungsweise dass das Proteinpulver super cremig ist. Also ich störe mich nicht daran, wenn es ein bisschen sandig ist. Ich finde das wirklich ganz okay, aber ja, wenn ich mir vorstelle, 8 Euro dann pro Woche dafür auszugeben, wenn ich jeden Tag was in meinem Smoothie haben möchte, das ist schon ja, relativ viel. Eine Sache, die ich euch auf jeden Fall noch vorstellen wollte, weil viele das noch gar nicht kannten, es gibt von der Marke Dorfkrug auch ein veganes Dressing. Und zwar gibt es diese Sylter-Variante eben einmal in der mit, wahrscheinlich ist es mit Ei oder mit Milch oder mit beidem, aber es gibt eben auch die Sylter-Salat Frische, die leichte. Die hat, da wird geworben, dass sie weniger Fett hat, aber ist vor allem eben vegan, weil die ohne Ei ist, ohne Milch ist und so. Die gibt es mittlerweile in den meisten größeren Supermärkten. Die stehen dann einfach daneben, müsst ihr mal drauf achten. Da ist oben eben auch dieses Vegan-Label drauf. Die finde ich ganz lecker, wobei ich mir mittlerweile mein Salatdressing am liebsten einfach selber mache mit Sesammus, mit ein bisschen Essig, mit ein bisschen Ahornsirup, mit Knoblauch, mit Dill und Boxhornklee. Diese Mischung schmeckt mir mega gut. Vielleicht noch ein bisschen Petersilie rein. Und ich kaufe mittlerweile fast gar kein Salatdressing mehr so, weil ich ja mich intuitiv an die verschiedenen Salatdressings rantaste und auch manchmal ein Rezept ausprobiere oder so. Das letzte Produkt ist der Fantastic Almonds Riegel von Vegans. Den habe ich im Reformhaus gefunden und den finde ich nach wie vor sehr lecker. Der schmeckt aber auch genauso. Oh mein Gott, ist da noch was drin? Da sind noch ein paar Nüsse drin, die werde ich gleich noch essen. Ich habe nämlich erst gestern gegessen. Oh mein Gott, diese Freude, wenn da noch was drin ist. Wow. Es ist auf jeden Fall ein weißer Schokoriegel mit Mandeln drin und den mag ich sehr gerne. Es gibt aber auch von der Marke Franconia die kleinen Riegel. Da haben mir viele von euch auch schon gesagt, die würde ich niemals kaufen, hättest du mich nicht darauf hingewiesen. Aber die sind wirklich verdammt gut. Und zwar gibt es die bei mir bei Müller. Aber die gibt es vielleicht auch in größeren Supermärkten. Die nennen sich die Blonde Vegan mit Mandeln. Also Blonde Vegan to go mit Mandeln. Die sind auch sehr lecker. Und oh mein Gott, ich esse die paar Nüsse da gleich noch raus. Wow. Ja, und das war's dann mit den Produkten. Wie gesagt, schaut gerne mal bei Jazz Vegan vorbei, wenn ihr Bock habt auf mehr vegane Ernährung und ja, Tipps, veganen Produktinspirationen, Rezepten,
Infografiken und so weiter, dann schaut da ganz gerne mal vorbei. Ich würde mich total freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Lasst wie immer gerne eure neuen Produktempfehlungen in den Kommentaren. Ich lasse mich davon immer sehr, sehr gerne inspirieren, zu welchen Läden ich gehe und wo ich dann mal meine Augen offen halten sollte. Ich habe aktuell natürlich auch ein paar Produkte im Kopf, nach denen ich immer wieder Ausschau halte, weil ich sie euch unbedingt vorstellen möchte. Aber dazu dann in einem anderen Video oder auf meinem Instagram-Account. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.